Ach so, ich sitze witzig breitbeinig. Okay. Ja, das. Ei. Ich trinke mal ganz kurz ein Schlückchen. Willkommen zu Take 16 von den professionellsten Filmemachern, die sich jemals in eine Quarantäne gesteckt haben. Wir sind Kaspar und Karl von der Creative Quarantine. Kreative Quarantäne. Ei, ei, Weil ei. jetzt machen wir es ja nämlich auf Deutsch. Wir machen ja einen Podcast auf Deutsch und auf Englisch, weil wir haben ja so unglaublich viele Follower in den verschiedensten Teilen dieser Welt. Deswegen versuchen wir das zweisprachig. Und freuen uns jetzt auf ein cooles Intro mit total witzigen Impressionen. Intro ab. Normalerweise, wenn man aus dem Intro kommt, sagt man jetzt irgendwie, holt man die Leute direkt ab. Ja, ist uns hoffentlich gelungen. Hallo die zwei, die noch hier dabei sind. Also, wir haben schon Yes! gesagt, wer wir sind, wo wir herkommen. Wir sind nur halb so professionell, wie wir wirken. Wie gesagt, das ist schon der sechste Take jetzt, weil die eine Kamera ausgegangen ist, weil irgendwer den Akku nicht aufgeladen hat. War mein Verfehlen, aber Peters Kölsch ist auch da. Wir sind in Köln, Lecker Tee. im schönen Deutschland, haben Ausreiseverbot. Wir sollten eigentlich woanders sein. Ja, wir wären eigentlich jetzt bald schon auf dem Weg nach Nepal gewesen. Wir hätten an einer Everest-Dokumentation gearbeitet. Nee, das muss ich nochmal so neu sagen. Das war eigentlich voll gut von dir gesagt. Wir sollten eigentlich, ich steige da einfach ein. Wir sollten eigentlich woanders gewesen sein. Da steige ich jetzt kurz ein. Wir sollten eigentlich woanders gewesen sein. Richtig. Wir wären eigentlich jetzt bald schon auf dem Weg gewesen nach Nepal und hätten an einem Dokumentarfilm gearbeitet, am Everest, für 2 Monate. Das ist natürlich wie alles andere, wie überhaupt alles gecancelt worden. Ja, und wir sind jetzt hier gefangen in dem Haus, mehr oder weniger gefangen. Es gibt Schlimmeres, wie ihr vielleicht schon verfolgt habt. Rasen ist jetzt auch gemäht und wir werden sehr viel Zeit in den nächsten Wochen haben, um sehr, sehr viele Geschichten, die wir eh schon seit ein paar Jahren erzählen wollen, an euch heranzutragen. Und nicht nur unsere Geschichten, sondern wir haben auf unseren Reisen durch die Welt sehr viele interessante Geschichten gesammelt von anderen Menschen. Wenn ich noch Geschichten. einmal Geschichten sage, Geschichten, Geschichten. dann ist Feierabend. Und die werden wir auch reinholen per Skype und per was weiß ich. Geplant war auch noch ein bisschen Musik, ein bisschen Kreativität, aber wir sind jetzt nur noch zu zweit hier. Wir können niemanden mehr einladen. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Aber so wie es aussieht, ist es jetzt so, dass wir niemanden hier hinholen können. Genau. Das ist aber okay. Wie gesagt, wir wollten eh schon ein paar Projekte endlich mal angehen, wie zum Beispiel meine SCH- und CH-Schwäche mal wegtrainieren. Das Einzige, was uns eigentlich noch fehlt, also für diesen Podcast, in dem wir wirklich ein paar Geschichten, da haben wir es wieder, von uns nochmal wieder aufrollen, visuell und natürlich audio, wie nennt man das, audioell? Akustisch. Akustisch nochmal aufleben lassen, brauchen wir noch einen Namen. Wir brauchen irgendeinen guten Namen, der aber dann von euch kommt. Wir haben eben schon überlegt und irgendwelche weltverbesserlichen Titel durch die Gegend geschmissen. Was war nochmal das Lächerlichste? Happy Quarantine. Happy Qu Nee, Ne. wir hatten Social Listening. Social Listening ist wack. Wir Deswegen hatten ist hier der. Here with you. Hier, ja, oh, das ist immer noch mein Favorit. Aber hier kommt der Call to Action an die 20 Zuschauer, die wir jetzt hier gerade haben. Freuen wir uns über euch. Was ist ein guter Name? Schickt uns mal Vorschläge und wir sind gespannt. Nehmen dann den besten, werden wahrscheinlich das in den nächsten Tagen mal ein bisschen durchkauen, was hier reinkommt. Und wir freuen uns an jegliche Teilhabe von euch. Es ist eine Community, die wir hier gebildet haben. Das heißt, schickt uns nicht nur Namen, sondern erzählt uns, was ihr macht. Wenn ihr uns Videos schickt mit irgendwelchen witzigen Aktionen, wenn ihr gerade ein Bungee-Jumping-Business habt, was nicht bereit ist, operiert zu werden und ihr Ja, nee, seid also übrig. eigentlich solltet ihr uns nur Namen schicken, aber klar, irgendwas mit Bungee Jump, das könnt ihr auch Ja, machen. ich bin Fan. Tatsächlich, wir haben sogar schon Einsendungen bekommen. Also, wenn ihr an der Creative Quarantine von eurem kleinen Studio aus teilhaben wollt, bitte gerne, könnt uns das gerne schicken. Das kriegen wir bestimmt irgendwie eingebunden. Wenn ihr auch Ideen habt, irgendwie, wir würden gerne mal ein anderes lustiges Video sehen. Da sind wir für alles offen und freuen uns Ja. mit der Community. Das in Angriff zu nehmen, weil es wird ja, wir packen das ja alle zusammen. Ich möchte jetzt zum Ende, wir gehen jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch möchte ich noch kurz ein Video zeigen. Mein Lieblingsvideo, bestes Video aller Zeiten.
ein Dinosaurier. Was ist los? Das ist nicht abgesprochen. Ich möchte sagen, das ist nicht abgesprochen. Das waren 16 Takes vorher, ist das nicht passiert. Ein Dinosaurier, der mit Rollerskates auf dem Basketballfeld fährt. Das ist immer noch das beste Video. Du kennst das gar nicht, ne? Nee, kenn ich nicht. Zeigen wir jetzt kurz. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Mit Creative Quarantine. Inflatable Ratchet Mascot on Rollerblades. Trying unsuccessfully to rollerblade downstairs with a very predictable outcome. And the poor fella tries to get up, go out in the court, he busts his face out!